Zweites der Spiele für die Fohlen in dieser Saison in der Vorbereitung auf die Bundesliga. Am 13.8. geht es ja zu Hause gegen die Bayern los. Wieder mal gegen Paderborn in der Bentele Arena. Zu Beginn des Trainingslagers in Hasewinkel-Marienfeld in der Klosterpforte. In der vergangenen Saison zum Abschluss, da gab es hier ein 2:0. Ein paar Wochen vorher, am 33. Spieltag in der Bundesliga, ein 3:1. Hinein in die Partie. Paderborn in Blau und Schwarz. Erste Halbzeit von links nach rechts. Die sind eine Woche vor Spielbeginn in Bundesliga 2 und gleich mit dem ersten Kracher. Keine 11 Minuten gespielt. Das Urgestein, Uwe Hünemeyer, der 35-jährige Innenverteidiger, schon seit Sommer 18 in seiner zweiten Zeit bei Paderborn erfolgreich. Da haut erst einer drüber, dadurch Verwirrung, und dann Hünemeyer an den Innenpfosten. Keine Abwehrmöglichkeit für Sippel. Hünemeyer, 161 Spieler, Liga 2, rund 60 Mal Bundesliga. Dann die Möglichkeit für Stindl. Einen kurzen Augenblick später in der 14. Klasse, vorbereitet von Rami Bensibaini. Auch heute wieder von Beginn an dabei. Hier der Chip in den Rücken der Abwehr. Fast für Wolf gedacht, aber auch Stindl ist da. Und die Parade von Zingerle verhindert den Ausgleich. Hannes Wolf sehr bemüht, wieder einmal, wie auch im ersten Testspiel gegen Viktoria Köln. Da wurde er eingewechselt, heute von Beginn an. Player auch von Beginn an. Lockel wieder Player. Und der Versuch des Schlenzers da aus 22 Metern. Natürlich nur eine halbherzige Möglichkeit für die Fohlen. Da geht es darum, sich jetzt im Trainingslager den Schliff zu holen, den du brauchst, um dann für die Bundesliga als auch in der Woche zuvor im DFB-Pokal in Kaiserslautern zu bestehen. Paderborn ist da natürlich einen deutlichen Schritt weiter. Der lange Ball für Player. Einen Augenblick später Doppelchance. Erst mit dem Fuß, dann mit dem Kopf innerhalb von 60 Sekunden. Denn Paderborn hat in der kommenden Woche den Auftakt Liga 2 gegen Heidenheim. Die haben ein überragendes Programm. Gleich zu Beginn alle Top-Mannschaften in den ersten 6-7 Spielen. Da wird man dann schauen, wo die Mannschaft steht. Heute waren sie sehr aktiv, sehr aggressiv. Und das zeigte dann auch noch einer in Weiß aus rund 30 Metern per Locke. Versucht er es da einfach mal aus der Distanz. Aber zur Halbzeit dann eine Führung für den Zweitligisten. Ob der zurückkommen kann bei der Klasse und Dichte Liga 2, das wissen wir dann im nächsten Jahr. Und ob es da auch wieder ein Testspiel gibt, wenn die Fohlen möglicherweise wieder ins Trainingslager reisen oder abreisen, werden wir dann sehen, denn normalerweise war man ja immer am Tegernsee. Hinein in die zweite Halbzeit, dort der erste Aufreger für die Herrschaften in Weiß. Da gab es wenig Wechsel. Eckball kommt und dann Rami Bensibaini, ein wenig zu zentral. Zingerle hat die Arme oben, Kopfballstärke bekannt beim algerischen Nationalspieler. Setzt sich da wuchtig gegen 3-4 Spieler durch. Ja, gewechselt wurde auf der Position Torwart. Und dann eben mit Jan Olschowski in der Bude, 53. Da bleibt Kramer erstmal am Kopf getroffen liegen. Situation läuft aber weiter. Es bleibt ein Durcheinander und Paderborn eben aggressiv und bissig. Olschowski einmal, Olschowski zweimal. Nein, der Ball rauscht unter seinem Unterarm durch. Janis Heuer, der 21-jährige Neuzugang von den Wölfen aus Wolfsburg, dort für die zweite Mannschaft gespielt. Noch kein Bundesligaspiel respektive Zweitligaspiel absolviert. Ja, beim ersten gut, beim zweiten ein wenig zu spät dran. 2:0 Führung für Paderborn. Wie reagierten die Fohlen? Weiterhin kaum Veränderungen in der Elf. Player holt sich den Ball und dann Konanos einmal, Konanos zweimal. Der Ball titscht interessant auf und der 20-Jährige trifft. Er kam auch zu Beginn von Halbzeit 2. Aufgepasst mal vorne auf Patrick Herrmann. Der taucht dann unter dem Ball weg, steht da im Schussfeld. Hier der Siebener geht jetzt rein, zieht dann weg. Treffer zählte, Bundesliga hätte ich da meine Zweifel. Andere Seite. Gute Stunde gespielt, wieder mal ein Standard für Paderborn, die wirklich schon tipptopp im Saft stehen. Hünemeyer bringt den zweiten, Olschowski kommt zu spät, vorne keiner da. Und dann nickt einer ein, der die Länge hat, Dennis Trebeni. 1,89, 27, ex-Norwich, hat dort unter Daniel Farke Premier League und auch Championship gespielt. Und das war der Endstand in dieser Partie schon nach 61 Minuten zum 3:1, obwohl es die große Wechselarie gab in der 68. mit vielen jungen Spielern, unter anderem auch Mustafa, der 17-Jährige. Am Ende holten die Fohlen eben keine klare Chance mehr heraus. Und so vor Beginn des Trainingslagers im zweiten Testspiel die erste Niederlage. Geht dann weiter am 24.07. zu Hause gegen Metz. Zum Ende des Trainingslagers heute verdienter Sieger
der Zweitligist aus Paderborn.